Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde hier im Whisky-Club. Mein Name ist Thomas Thiemeyer und ich habe die große Freude und das Vergnügen, euch einen neuen Whisky vorzustellen. Haha, oh lala, was haben wir denn da stehen? Große Holzkiste, schwere Flasche, fettes Marketing, yes! Die Rede ist von Highland Park. Highland Park, die regelmäßigen Zuschauer unter euch wissen es, ist eine oder war lange Zeit eine meiner Lieblingsdestillerien. Sie haben sich in den letzten Jahren ein bisschen verscherzt mit ihrem Übermarketing, so möchte ich das mal formulieren. Style over Substance, wie der Engländer sagt. Mit ihrer Angewohnheit, streng limitierte, teure Whiskys auf den Markt zu schmeißen, einen Hype auszulösen und die Preise in unerreichbare Höhen zu treiben. Nichtsdestotrotz produzieren sie auch immer noch in der Standard Range schöne, solide, gute Whiskys. Ich blende euch hier mal die Playlist ein. Ich habe schon so viel von Highland Park probiert, da komme ich gar nicht mehr alles, kriege ich alles gar nicht mehr zusammen, was ich da alles probiert habe. Ganz kurz erwähnt, Highland Park ist die nördlichste Destillerie Schottlands, liegt ganz oben am Zipfel dieser Karte auf den Orkney-Inseln. Gegründet 1798, naja, das war noch nicht die Destilleriegründung, aber da trieb sich ein Schwarzbrenner auf Orkney rum, Magnus Junsen. Die Brennerei selbst wurde dann 1825, war die Grundsteinlegung, wurde sie gebaut und seitdem wird dort Whisky produziert. Ja, und mittlerweile gehört Highland Park zur Edrington Group, zu der auch McAllen, Cutty Sark und Schottlands bestverkaufter Blend, der Famous Grouse, gehören. Also die gehören alle so unter das Dach der Edrington Group. So, Highland Park zeichnet sich dadurch aus, dass sie zartrauchige Whiskys produzieren. Die Standard Range umfasst den 12er, den 18er, ich weiß gar nicht, die haben noch jede Menge andere, 25-Jährige, 30-Jährige, haben wir alles schon probiert, findet ihr alles in der Playlist. Aber sie bringen auch viele, viele Sonderabfüllungen und Sondereditionen raus. Hier haben wir es jetzt mit einem Whisky zu tun. Er heißt Sigurd. Er trägt kein Alter, also ein NAS, Non-Age Statement Whisky. Und er ist Teil einer Reihe, die sich die Warrior, also die Krieger-Reihe, Warrior Series nennt. Deswegen habe ich jetzt auch das T-Shirt hier an, Mad Max, der Road Warrior, habe ich gedacht. Passt ganz gut zum Thema. Die Warrior, ja, da werden natürlich berühmte Wikinger-Krieger geehrt. Der Einar, der Swein, der Harald, der, ach, wie heißen sie denn alle? Naja, Sigurd, Thorwald und so weiter. Und das Besondere an dieser Reihe ist, sie fangen relativ günstig an. Ich glaube, der Einar ist der erste. Den bekommt man so für 35 Euro. Und dann werden die Fässer, die Whiskys immer teurer. Bis hin zum Thorfinn. Schwarze Flasche, der kostet schon weit über 1000 Euro. Unbezahlbar, werde ich auch hier nicht verkosten. Schon der ist relativ teuer, er kostet nämlich, man kriegt ihn kaum unter 100 Euro. Ich hatte das große, große Glück, ihn kürzlich mal für 99 Euro zu bekommen, habe ich dann auch zugeschlagen, dachte ich, probierst du mal. Diese Reihe war konzipiert für den Travel Retail Market, also an Flughäfen. Bekam man ihn zollfrei und zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur der Preis immer mehr ansteigt, sondern auch der Anteil an europäischen Eichenfässern immer mehr steigt. Das heißt, beim Einer haben wir fast ausschließlich amerikanische Weißeichenfässer und dann Schritt für Schritt wird der Anteil an europäischen Eichenfässern, an Ex-Sherry-Fässern immer weiter erhöht. Bis hin zum Thorfinn, der dann fast ausschließlich in europäischen Eichenfässern reifen durfte. So, hier ist die Flasche. Ich halte sie mal in die Kamera, weil sie doch so hübsch ist. Sie hat noch dieses typische flache Design von Highland Park, ist aber doch sehr viel massiver, läuft nach unten hin so ein bisschen breiter aus.
Über den Whisky selbst erfährt man nicht so wahnsinnig viel, außer eben, dass er anteilig in Ex-Bourbon-Fässern und Ex-Sherry-Fässern gereift hat. Aber man erfährt kein Alter, wie gesagt, alles NAS-Whiskys. Hier übrigens das Schwert. Das ist das Markenzeichen, das Symbol von Sigurd, dem Wikingerkrieger. Ja, man erfährt auch nicht, ob gefiltert wurde, Kältefiltration zum Einsatz kam oder ob gefärbt wurde. Ich vermute mal, wenn nichts draufsteht, dass beides gemacht wurde, sowohl gefärbt als auch gefiltert wurde. Das gibt für mich natürlich schon mal qualitative Abzüge. Aber hier natürlich, ne, das muss ich auch nochmal extra zeigen. Das ist diese schwere Holzschatulle. Massiv, toller Verschluss. Das macht richtig was her. Das ist so Marke Geschenkartikel für den Opa, der schon alles hat. Der kriegt dann natürlich noch ein tolles, eine tolle Umverpackung mit. Hier sind auch noch mal so ein paar Informationen, aber auch nicht wirklich tiefgehend. Tasting Notes braucht kein Mensch. Jeder soll sich doch seinen Geschmack selber bilden. Aber gut, all das ist Marketing und all das sind die Gründe, warum Highland Park in meiner Gunst etwas gesunken ist in den letzten Jahren. So sieht's aus. Nichtsdestotrotz, ich habe gedacht, zu dem Preis muss ich ihn mal probieren. Und jetzt wollen wir mal ganz unvoreingenommen an dieses schöne Stückchen rangehen. Die Nase ist ansprechend. Durchaus angenehm, sehr würzig. Ich rieche Heide, getrocknetes Gras. Eine zarte, erdige Rauchigkeit. Ja, bisschen Orangenschalen. Kandierte Orange. Das Ganze kommt schon recht süß und voluminös daher. Hatte ich es gesagt, 43 Volumenprozente Alkohol, ABV. Das ist okay. 46 wäre besser, aber wollen wir nicht meckern. Der 12er war mir zu schwach mit 40, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hat es nicht über die 90 geschafft. Aber der hier, der ist schon eine Ecke besser. Natürlich muss sich dieser hier jetzt messen lassen mit dem 18-jährigen Highland Park, der für mich und für viele andere Whisky-Genießer immer noch das Nonplusultra in Sachen Highland Park ist. Der leider im Moment auch schon sehr teuer ist, den kriegt man auch kaum noch für unter 100 Euro. Aber er hat auch 43 Volumenprozente Alkohol. Die beiden gegeneinander sind also schon durchaus vergleichbar. Ja, also ansprechende, schöne, malzige, süße Nase. Probieren wir mal. Süß. Kräftig, voller Gewürze, da ist ein bisschen Sternanis mit dabei, bisschen Nelke, Kardamom, Pfeffrigkeit, das wunderbare malzige Süßigkeit dabei, nicht Süßigkeit, Süße, aber nichts, was irgendwie parfümiert schmeckt oder so. Auch hier wieder die Orangenschalen, gerieben, kräftig, leicht bitter. Einfluss vom europäischen Eichenfass ist deutlich spürbar, ganz, ganz massiv. Dann haben wir sowas wie karamellisierte Nüsse. Wieder der weiche, sanfte Rauch, der wunderbar eingebunden daherkommt. Das ist ein süffiger Tropfen und bisher für mich der beste aus der Warrior Collection. Ich muss nämlich gestehen, ich habe schon einige davon probiert. Ich habe den Einer probiert, ich habe den Swain habe ich probiert und sogar den Harald. Und ehrlich gesagt, keiner von denen konnte mich wirklich überzeugen. Deswegen habe ich sie auch hier nicht vorgestellt im Whisky-Kanal. Das ist jetzt der erste aus dieser Collection, der mir richtig zusagt. Der ist gut.
Das ist ein guter Whisky. Keine Frage. Da hat Highland Park sauber gearbeitet. Ansprechend, süffig. Vom Alter her, was würde ich schätzen? Also es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung zwischen Whiskys, die deutlich oberhalb der 15 Jahre liegen, mit einem Einfluss von aber auch etwas jüngeren Whiskys. Das heißt, er bringt die Komplexität des Alters mit und gleichzeitig die Power der Jugend. So was Ähnliches hatten wir schon bei dem Dark Origins, den ich persönlich gar nicht schlecht finde. Mit 64, 65 Euro zu teuer, aber als Whisky insgesamt ansprechend und ganz gut gemacht. Der ist ein Ticken besser, aber natürlich ist er auch ein Ticken teurer. Also da muss man sich überlegen, was möchte man. Kommt er an den 18er ran? Ich finde nicht. Ich finde, der 18er ist zum gleichen Preis der bessere Whisky. Aber ich will nicht klagen. Ich bereue es nicht, den gekauft zu haben. Und ich werde auch diesen Dram hier in aller Seelenruhe genießen, denn das hat er verdient. Er ist komplex. Er bietet auch dem erfahrenen Whisky-Genießer einiges an Aromen und einiges an Entdeckung. Das Finish ist zum Beispiel sehr schön gelungen. Sehr schöne, holzige, nussige Aromen, leichte Röstaromen. Toll ausbalanciert das Ganze. Die Süße, diese Nussigkeit, der zarte Rauch. Schön, schön gemacht. Und dementsprechend wird er von mir auch eine gute Wertung bekommen. Ich gebe ihm 90 von 100. Ja, ist das wert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, über 100 Euro würde ich für diesen Whisky nicht bezahlen wollen. Was nützt mir denn diese ganze tolle Verpackung? Es sei denn, ich brauche gerade dringend, wie gesagt, irgendwie ein schönes Geschenk für jemanden. Dann ist das absolut in Ordnung. Aber für mich persönlich zum Daheimgenießen wäre mir dieser Whisky zu dem Preis jetzt zu teuer. Also für über 100 Euro. Ich habe ihn ja Gott sei Dank noch drunter bekommen. Muss jeder selbst entscheiden. Es kommt ja auch immer darauf an, wie viel einem grundsätzlich Whisky wert ist oder wie viel Geld man besitzt. Für manche sind 100 Euro Peanuts. Andere müssen einen ganzen Monat darauf sparen, um sich dann mal eine Flasche leisten zu können. Wie gesagt, das ist alles vollkommen subjektiv und gehört eigentlich auch nicht in meine Bewertung mit rein. Ich bewerte nur den Whisky und der ist gut. 90 Punkte von 100 ist eine gute Sache. Ja Leute, mir hat das wieder viel, viel Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Seid ihr wieder mit dabei. Ich werde noch einen von Highland Park testen. Vielleicht habe ich ihn schon getestet. Es ist einer dieser sogenannten Hype-Whiskys, auf die ich immer so schimpfe. Und schaut mal in der Playlist nach. Wenn er da schon drin ist, dann habe ich das Video einfach vorgezogen, damit es ein bisschen aktueller ist. Auf jeden Fall habe ich mich mal dazu hinreißen lassen oder werde ich mich dazu hinreißen lassen, auch einen Hype-Whisky von Highland Park zu probieren. Also bleibt gespannt, bleibt mir gewogen, schaltet hier wieder ein, abonniert und dann seid ihr wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.